Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lenz TV on Tour zu einer neuen Episode. Und natürlich haben wir auch hier wieder charmante Begleitung, so wie immer. Und ihr seht hinter mir diese interessante Bettwäsche. Also keine Ahnung, wer da auf die Idee gekommen ist, auf jeden Fall. Naja, wir sind auf jeden Fall hier in Leupersdorf bei der ersten Raststation und es sind noch, ja, gute, keine Ahnung, 3 Stunden wahrscheinlich nach St. Pölten, vielleicht ein bisschen weniger. Auf jeden Fall steht ja die Cup-Partie an und ich bin sehr gespannt heute, was unsere Blackies da zu bieten haben. Ja, während eben, ja. Die Bettwäsche gibt es um 5 Euro, glaube ich. Okay. Ja, ihr seht ja, die Fanunterstützung, die ist hier reichlich. Schön aufpassen. Top dabei. Ja. Und ja, und auf jeden Fall sehen wir uns dann eben in der nächsten, also im nächsten Part hier bei der Lenz TV. Also, bis dann auf dem Weg nach St. Pölten. Das scharfe Essen von gestern, das brennt heute nochmal. Oh, das ist kaum auszuhalten. Und was schaut ihr denn noch so? Ein bisschen Abkühlung könnte ich jetzt gebrauchen. Schlecht. So Jungs, Mission Leberkäs-Semmel. Schauen wir mal, ob wir da was kriegen. So da. Grüß Gott! Hallo! Ein Käse-Leber-Käse-Semmel, bitte! Er macht den längsten Fass. Was sagst du? Schau! Und dann ist er schon still. Dann ist er schon ganz leise, da der liebe Matze. Zum Mitnehmen oder für hier? Und zum Mitnehmen, bitte! So. Ja. Zum Mitnehmen? Ja. Er hat vielleicht vor mir bestellt, aber meine ist ein bisschen schneller, gell? Er ist nicht so wichtig, keine Angst da. Ich hab Kamera deswegen. Ich bin prominent, gell? Entschuldigung. Es na. Na, eine ganz liebe Verkäuferin, also muss man sagen. Ja, keine Angst, ich filme schon nicht, gell, da, aber. Na, aber. So. Nein, nur so, bitte. Danke. Ja, das passt doch. Danke. 3,30 bitte. So. Perfekt, danke schön. Gar nichts, ich filme nur mich selber. Danke schön. So, da. Ab. Danke, wieder schon. Schönen Tag noch. Danke. So, da. Angst, kriegt man da nichts mit, aber ganz eine ganz, ganz nette Kellnerin, Verkäuferin gewesen. Während ich hier schon attackiert werde, mutwillig. Aber was soll's, auf jeden Fall. Ich hab meine Leberkäs-Semmel und wir sehen uns im nächsten Part. Wir bleiben natürlich immer höchst professionell, das ist ja eh klar. Also, bis dann. Also die Security ist da. Ich filme film eh keinen. Ich will dann nochmal. Ich trinke schon mal. Was geht ab, Elias hier? Wir sind jetzt ungefähr eine Viertelstunde vom Ankick und es wird personell einige Umstellungen geben. Lykogiannis fällt verletzungsbedingt aus. Im Tor wird außerdem Lück spielen. Heute wird also Potsmann von Anfang an beginnen. Ansonsten genauso wenig in der Startelf wird Schulz sein. Von dem her wird es da also genauso eine Umstellung geben. Ich rechne mal mit Scheuß in der Innenverteidigung neben Spendelhofer. Koch auf rechts, gehe ich mal davon aus. Links also Potsmann anstelle von Lykogiannis. Matic und auch Dzeko werden vermutlich in der Startelf stehen. Und auch mit Philipp Zulechner wird gerechnet. Also Alar auf der 10 und Zulechner wahrscheinlich als Solospitze.
Ansonsten auf den Flügeln, ja, das werden wir dann einfach mal sehen, wer dann im Endeffekt dann beginnen wird. Also einfach mal abwarten. Vielleicht Husbeck, ansonsten Horvath ist ja auch, glaube ich, noch immer angeschlagen. Also der dürfte auch noch kein Thema für die heutige Partie sein, zumindest von der Startelf her. Und ja, da lassen wir uns einfach mal überraschen. Auf jeden Fall gibt es von der Personalsituation doch einige Umstellungen und das wird heute sehr aufschlussreich, was eben die Breite des Kaders angeht. Und ja, schauen wir einfach mal drauf und ja, wir sehen uns im nächsten Part, euer Elias. Bis dann. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lenz TV und der SK Sturm ist gestern Abend in St. Pölten aus dem ÖFB Samson Cup rausgeflogen. In der dritten Runde war also Endstation und ja, die Blackies eben ja, mit keiner berauschenden Leistung. Also das muss man erstmal festhalten. Man war auch lange Zeit in Überzahl. Und ja, es ist eben alles in allem sehr, sehr bitter. Ich hoffe, so in den vorigen Parts habt ihr so ein bisschen so die Eindrücke auf dem Weg dorthin mitbekommen. Bis dahin war es eigentlich auch ganz lustig, aber eben im Stadion selber, das übrigens wirklich recht hübsch ist, muss man sagen. Also dafür, dass es so eine recht kleine Arena ist. Ja, hat was. Eben das St. Pöltener Stadion. Für mich ja das erste Mal, dass ich in St. Pölten draußen war. Und ja, beim Spiel selber... Eigentlich ja, ist das relativ schnell erzählt. Erste halbe Stunde gar nichts gewesen. Danach das 1-0 für St. Pölten aus dem Nix. Thürauer mit einem schönen Schuss. Ja, und mit der Führung. Wirklich komplett aus dem Nix. Dann zu Beginn der zweiten Hälfte die rote Karte für Dober, für den ehemaligen Rapidler bei den St. Pöltnern. Gelb-Rot war es. Ehrlich gesagt habe ich die Szene nicht gut gesehen. Also was da jetzt gewesen sein soll, keine Ahnung. Vielleicht war es auch wegen Meckern. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen mehr dazu sagen. Auf jeden Fall waren wir ab diesem Zeitpunkt in Überzahl. Wenig später dann auch der Ausgleich für Sturm. Philipp Zulechner, der unter anderem von Beginn weg an auflaufen durfte, mit einer Vorlage für Marc-André Schmerböck, der ebenfalls in die Startelf gerückt war und der eben mit einem schönen Flachschuss ins lange Eck bezwingt Keeper Riegler im St. Pölten-Tor zum 1:1. Danach Sturm zwar Feld überlegen, aber nicht wirklich hundertprozentig gefährlich. Es gab im Endeffekt, ja, von den Top-Torschancen, muss ich sagen, kann ich mich ja nicht so wahnsinnig viel erinnern. Da habe ich eher so diesen einen Lattenknaller von St. Pölten noch in Erinnerung. Also bei Sturm fehlte schon an den Hochkarätern. Das definitiv. In der Verlängerung Sturm natürlich auch überlegen. Ohne wirklich die großen Möglichkeiten herauszuspielen. Als einzige, ja, eben gegen Ende der zweiten Hälfte der Verlängerung Sturm wirklich am Drücker. Also da hat man gemerkt, die Mannschaft wollte jetzt wirklich auf das Tor, auf das Siegtor spielen. St. Pölten sowieso nur defensiv eingestellt. Natürlich auch verständlich mit einem Mann weniger. Sturm hat eben nicht die nötigen Lösungen gefunden. Und so musste es eben ins Elfmeterschießen gehen und das war eben dann doch eine wirklich bittere Sache. Zunächst natürlich, dass Elferschießen stattgefunden hat, das vor dem Sturmblock, also eben genau vor unserem Sektor. Und das war dann einfach ja richtig, richtig bitter. Die ersten zwei Schützen haben noch getroffen. Danach hat bei uns verschossen, jetzt muss ich kurz überlegen, wer hat da, genau, Kinas hat getroffen, Dzeko, genau, hat auch noch getroffen, Matic hat ihn dann drüber gehauen, danach konnte Lück allerdings auch einen Elfmeter parieren, dann eben wieder das Tor für St. Pölten und dann der verschossene Elfmeter, das war dann der fünfte von Lukas Spendelhofer. Ja, und dann haben die St. Pöltener eben den Sack zugemacht und Sturm ist eben jetzt ausgeschieden. Was sagt uns das? Im Grunde sind es keine neuen Erkenntnisse insgesamt, abgesehen davon, dass es einfach bitter ist, weil St. Pölten, ja, ganz ehrlich, die waren nicht am Fußballspiel interessiert. Uns haben einfach die Ideen und die Kreativität mal wieder, muss man sagen, gefehlt, um eben einen sehr defensiv stehenden Gegner auszuhebeln und eben auch zu schlagen dahingehend und sich beziehungsweise eben wirklich viele Torchancen herauszuspielen.
dass du im Elferschießen rausfliegst, na gut, das ist leider Gottes wirklich schon so alte Tradition. Ich glaube, Sturm hat das letzte Mal einen Elfmeter, einen Elferschießen in einem Pflichtspiel gewonnen. Das war so 2002, 2003 im damaligen noch UEFA Cup gegen Levski Sofia. Daran erinnere ich mich noch. Da hat Charles Amoah damals noch das Siegtor für Sturm erzielt. Das war, glaube ich, die zweite Runde oder was. Aber okay, seit dem Jahr war man da nicht gerade vom Glück verfolgt und diese Serie setzt sich eben auch leider Gottes weiterhin fort. Und Sturm muss sich auf jeden Fall was einfallen lassen gegen defensiv stehende Gegner. Man hat schon gegen Mattersburg gesehen, phasenweise gegen Mannschaften eben, also ja, das Riedspiel würde ich gar nicht so hernehmen, aber eben so Mannschaften, die sich dann sehr weit hinten reinstellen, da hat man das große Problem. Dass man eben dann ein bisschen behäbig oft agiert und halt nicht so die Idee sofort im Kopf hat, ja, was ist die nächste Option? Zumindest ist das meine subjektive Wahrnehmung. Und ja, da muss sich schleunigst was ändern. Und natürlich muss man auch sagen, eben in St. Pölten hat Sturm jetzt nicht mit der allerbesten Elf gespielt. Schulz hat ja, wie schon angesprochen, in den vorigen Parts gefehlt. Im Tor war Daniel Lück, was aber sicher kein Nachteil war, ganz ehrlich. Wer ist noch ausgefallen? Lykopianis, genau, der fehlte auch. Und sonst hat man ein bisschen rotiert. Man hat ihm Schmerbeck statt Husbeck. Man hat Zulechner erstmals von Beginn weg an aufgestellt. Am Schluss kam auch noch Roman Kienast, denn die Partie fürs Elferschießen eigentlich taktisch gar nicht so blöd. Man weiß eigentlich, dass Kienast ein sicherer Elferschütze ist. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass der in einem Pflichtspiel hier einen Elfer verschossen hat für Sturm. Also ich hoffe einfach mal, dass das eben die Idee von Franco Foda war. Denn ja, ich hätte mir jetzt nicht unbedingt ausgerechnet, dass der vielleicht das Siegtor jetzt noch macht. Aber bitte, auf jeden Fall würde ich mich trotzdem wohler fühlen, klar, wenn ein Kienas den Elfer schießt, als jetzt zum Beispiel jetzt ein Brighton und Bonchi. Also einfach von der Nervensache her. Tja, es hat halt am Ende nicht sollen sein. Insgesamt war es trotzdem eine lustige Hinfahrt zumindest. Die Rückfahrt war natürlich ein bisschen angespannt, aber ist auch irgendwo verständlich. Es war ein sehr, sehr bitteres Ausscheiden und ja, ich hoffe natürlich jetzt, dass die Blackies zum Auswärtsspiel in Wien, das jetzt ja auch wieder ansteht gegen die Wiener Austria am Sonntag, dass man da trotzdem die Kräfte wieder sammeln kann, dass die angeschlagenen Spieler ja möglichst wieder fit sind und dann ja, einfach eben gestärkt trotzdem wieder da herauskommen. Es wird sicher eine andere Partie werden. Da hat man dann wieder mehr Räume, weil der Gegner das Spiel machen muss. Aber man muss sich einfach einen Plan B überlegen. Was ist, wenn der Plan A eben also nicht so aufgeht und man eben auch nicht so auf Umschaltspiel spielen kann? Dann ja, muss man einfach eine neue Variante irgendwie sich aneignen. Und da ist natürlich jetzt Franco Foda mit seinem Trainerteam gefragt, dass da möglichst schnell wirklich Lösungen gefunden werden und auch angeboten werden können. Denn sonst ja, wird es noch ein bisschen zacher insgesamt in dieser Saison. Aber gut, wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen. In der Liga läuft es ja immer noch. Und ja, das war es leider eben zum ÖFB Cup in dieser Saison. Auf ein neues im nächsten Jahr. Wir sehen uns auch in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Gebt ein Like. Twitter, Instagram sind wir natürlich auch zu finden, auch bei unserer Facebook-Homepage. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Euer Elias. Bis dann.